Hi ihr Lieben, willkommen bei Yeezylicious. Ihr kennt ja bestimmt meine Bautzes, die ich euch mal gezeigt habe. Und wenn nicht, hier das kleine i oder auch unten in der Infobox. Und heute werden wir sowas ähnliches machen. Also auch gefüllte asiatische Teigtaschen, die gedämpft werden und eine leckere Fleischfüllung haben. Das Ganze schmeckt aber, also sieht nur so ähnlich aus, schmeckt aber komplett anders eigentlich, aber auch richtig super lecker. Diese Variante ist mit Hackfleisch und Hoisinsoße. Und was wir dazu alles brauchen, liegt hier. Für 12 Baus benötigen wir für die Füllung 4 Lauchzwiebeln, 125 ml Wasser, 250 Gramm Hackfleisch, einen halben Teelöffel dunkles Sesamöl aus gerösteten Samen, 3 gehäufte Esslöffel Hoisinsoße, 1,5 Esslöffel Austernsoße, 1,5 Esslöffel Sojasauce, helle, einen Esslöffel Speisestärke, etwa 8 bis 10 Gramm gehackten Ingwer und eine Knoblauchzehe. Und für den Teig haben wir hier dann noch 450 Gramm Mehl, 200 ml Wasser, 50 ml Öl, zum Beispiel Raps- oder Sonnenblumenöl, einen halben Teelöffel Salz, einen gehäuften Esslöffel Backpulver und einen Teelöffel weißen Essig. Als erstes bereiten wir die Füllung vor und hacken dafür auch den Knoblauch klein. Und die Lauchzwiebeln, die schneiden wir komplett in kleine Ringe. Dann können wir auch schon rüber zum Herd und schwitzen da den Knoblauch zusammen mit dem Ingwer in etwas Öl kurz an. Jetzt geben wir die Hoisinsoße, die Austernsoße, die Sojasauce und das Sesamöl dazu, vermischen alles und lassen es ca. 2 Minütchen köcheln. Die Speisestärke rühren wir in die 125 ml Wasser hinein und geben sie zu unserer Soße dazu. Gut verrühren und ca. 2 Minuten bei schwacher Hitze leicht köcheln lassen. Danach kommt direkt das Fleisch rein und das darf erstmal etwas darin kochen, bevor wir dann auch die Lauchzwiebeln hinzufügen. Wieder alles gut mischen und so lange weiterkochen, bis das Fleisch gar ist und dann von der Hitze runterstellen und komplett abkühlen lassen. Für den Teig mischen wir das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz. Geben das Öl dazu, was wir darin verrühren. Fügen den Essig zu den 200 ml Wasser hinzu. Geben es zusammen zu unserer Mehlmischung und mischen das Ganze erstmal, bevor wir es mit den Händen zu einem Teig kneten. Falls euch das Ganze etwas zu trocken ist, könnt ihr esslöffelweise noch ein wenig Wasser hinzufügen. Den Teig kneten wir noch ein paar Minuten auf der Arbeitsfläche ordentlich durch und lassen ihn dann mit Frischhaltefolie bedeckt ungefähr 20 Minuten ruhen. Danach kneten wir ihn nochmal kurz und teilen ihn dann in 12 gleich große Portionen, die wir jeweils zu kleinen Kügelchen formen. Diese Teigbällchen
rollen wir dann jeweils zu ca. 15 cm großen Kreisen aus. Leicht mit Wasser befeuchten und dann kommt in die Mitte ein ordentlicher Esslöffel Füllung. Den Rand bestreichen wir nochmal mit ein bisschen Wasser. Und klappen das Ganze so über der Füllung zu und drücken die Enden gut zusammen. Ich klappe den zusammengepetzten Rand immer gerne nochmal um und drücke ihn dann so an. Links und rechts die Enden etwas einklappen und natürlich auch gut andrücken, damit die Füllung gut im Teig verschlossen ist. Dann so zur Mitte hin einklappen, sodass sie sich zusammenpetzen lassen. Ab damit mit der zusammengeklappten Seite nach unten auf ein Stückchen Backpapier und dann kommen die Baus samt dem Stückchen Backpapier, auf dem sie sitzen, in den Dämpfer. Zum Beispiel in so einem Bambusdämpfer. Und wie ihr sehen könnt, ist mein Dämpfer etwas zu klein für meinen Topf, weswegen ich einfach mit Stäbchen und ein bisschen Alufolie improvisiert habe. Aber die Bambusdämpfer gibt es natürlich auch größer. Und wenn ihr einen größeren Dämpfer habt, könnt ihr natürlich auch mit ein bisschen Abstand dazwischen mehrere gleichzeitig reintun. Was ich auch mit den anderen gemacht habe, aber ich wollte es euch auch unbedingt mal in so einem traditionellen Bambusdämpfer zeigen. Die Baus müssen mit geschlossenem Deckel ca. 20 Minuten gedämpft werden. Wenn sie fertig sind, sehen sie dann so aus. Und damit ihr auch wisst, wie sie dann von innen aussehen, schneiden wir mal eins auf. Und so sieht es dann von innen aus. So, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und freue mich natürlich auch immer über eure Bilder und auch über eure Berichte, wenn ihr mal was nachgekocht habt. Also dann viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald!